2017 feiert die evangelische Kirche 500 Jahre Reformation. Dazu hat Martin Luther durch die Wiederentdeckung des Evangeliums vielfältige Anstöße gegeben. Deshalb veranstaltet die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Tübingen im Studium Generale eine Ringvorlesung für alle Fakultäten. Der Titel lautet Luther heute – Ausstrahlungen der Wittenberger Reformation. Grundgedanke ist es, Luthers theologische Anliegen einerseits historisch sorgfältig im Kontext darzustellen und andererseits die Relevanz für Kirche und Gesellschaft heute aufzuzeigen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche viele Anregungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, sehr geehrte Damen und Herren. Die Lehre vom unfreien Willen, die Luther in seiner Schrift De Servo Arbitrio von 1525 entwickelt hat, scheint die evangelische Theologie in eine äußerst prekäre Lage zu bringen. Einerseits ist diese Lehre untrennbar mit der Rechtfertigungslehre verknüpft. Denn wenn der Sünder allein durch die Gnade Gottes gerechtfertigt werden kann, besitzt er keine Freiheit, an seiner Rechtfertigung auch nur mitzuwirken. Die Lehre vom unfreien Willen des Menschen ist für Luther unverzichtbar, weil sie die anthropologische Entsprechung des Sola Gratia ist. Nun scheint die Lehre vom unfreien Willen aber andererseits zu Konsequenzen zu führen, die auch für die evangelische Theologie nur schwer annehmbar sind. Wenn der Mensch nichts tun kann, um die göttliche Gnade zu erlangen, und wenn er ohne diese Gnade der Sünde nicht entrinnen kann, dann scheint er für seine Sünde nicht verantwortlich zu sein. Zudem scheint Gott ungerecht zu sein, wenn man wie Luther annimmt, dass er die nicht begnadeten Menschen für Sünden, die sie nicht vermeiden können, mit ewiger Verdammnis bestraft. Im dritten Teil meiner Überlegungen werde ich deshalb einen Vorschlag machen, wie man an Luthers Lehre vom unfreien Willen festhalten kann, ohne die Verantwortung des Menschen und die Gerechtigkeit Gottes undenkbar zu machen. Zuvor aber muss diese Lehre selbst dargelegt werden. Im ersten Teil werde ich Luthers Verständnis vom Wesen des menschlichen Willens behandeln. Und der zweite Teil wird dann der umstrittenen Frage nachgehen, ob und in welchem Sinne Luther einen Determinismus vertritt. Also zunächst zum ersten Teil, das Wesen des menschlichen Willens. Luther charakterisiert den menschlichen Willen durch drei Merkmale. Nämlich durch seine Entschiedenheit, durch seine Unveränderlichkeit und durch seine Spontanität. Zunächst zur Entschiedenheit des menschlichen Willens. Nach Luther ist der menschliche Wille immer schon ein tätiger, auf einen letzten Zweck gerichteter Wille. Er besitzt keine der Grundrichtung seiner Tätigkeit vorhergehende Kraft, durch die er über diese Grundrichtung entscheiden könnte. Zwar kann der Wille zwischen einzelnen Gegenständen und den darauf gerichteten Tätigkeiten wählen, aber mit allem, was er wählt, bezweckt er etwas in Bezug auf das er keine Wahl hat. Dieser letzte Zweck, für den der Mensch in einer allen seinen Entscheidungen zugrunde liegenden Weise immer schon entschieden ist, ist entweder Gott oder das eigene Ich. Luther vergleicht den menschlichen Willen deshalb bekanntlich mit einem Lasttier, das entweder von Gott oder vom Satan geritten wird. Nach dem Sündenfall und vor dem Empfang des göttlichen Geistes ist der menschliche Wille nach Luther ein Lasttier, dessen Marschrichtung vom Satan bestimmt wird. Denn er ist bei allem, was er im Einzelnen will, unwillkürlich durch die Abkehr von Gott, den Unglauben und durch die Eigenliebe,
den Amor Sui, bestimmt. Zweites Merkmal des Willens, die Unveränderlichkeit des menschlichen Willens. Nach Luther ist der nachadamitische Mensch in allen seinen Bemühungen, auch in seiner Religion, auch in seiner Sittlichkeit, unweigerlich auf sich selbst, nicht auf Gott und das Gute gerichtet. Seinem Willen fehlt die Macht, diese Grundrichtung des Wollens zu verändern, die allen einzelnen Willensakten zugrunde liegt. Von der Selbstsucht, die ihn unwillkürlich bestimmt, kann der Wille nur dadurch befreit werden, dass Gott seinen Geist verleiht. Wenn das geschieht, ist der menschliche Wille wiederum in einer allen seinen Entscheidungen zugrunde liegenden Weise entschieden. Nun freilich für das Gute. Weder der Wille des Gottverlassenen noch der des geisterfüllten Menschen ist fähig, die Gesamtorientierung seiner Tätigkeit zu verändern. In dieser Unfähigkeit, sich selbst zu wandeln, die Luther als Necessitas Immutabilitatis, Notwendigkeit der Unveränderlichkeit, bezeichnet, besteht die Unfreiheit des menschlichen Willens. Wohlgemerkt, auch der vom göttlichen Geist bestimmte Wille ist formal ein unfreier Wille, wenngleich Luther in De Servabitrio seinen eigenen Sprachgebrauch korrigierend die unwandelbare Entschiedenheit für das Gute eine königliche Freiheit, regia libertas, nennt. Drittes Merkmal, die Spontaneität des Willens. Der gottverlassene Mensch kann das Gute nicht wollen und der Geisterfüllte kann nichts anderes wollen als das Gute. Gleichwohl wird der menschliche Wille weder im einen noch im anderen Fall zum Wollen gezwungen. Zwar will der Gottlose notwendigerweise das Böse, aber er will es stets bereitwillig, aus eigenem Antrieb, nicht etwa widerwillig, Zitat, als würde er mit Gewalt bei der Kehle fortgeschleppt, Zitat Ende. Entsprechend will der vom Geist Gottes erfüllte Mensch unweigerlich das Gute, aber er will es, Zitat, wiederum aus reiner Bereitwilligkeit, aus eigenem Antrieb, nicht gezwungen, sodass er durch nichts Gegenteiliges in etwas anderes verwandelt werden kann und nicht einmal durch die Pforten der Hölle überwunden und gezwungen werden kann. Zitat Ende. In Anknüpfung an die scholastische Terminologie unterscheidet Luther zwischen zwei Formen von Notwendigkeit. Die erste Form ist die bereits erwähnte Necessitas Immutabilitatis, also Notwendigkeit der Unveränderlichkeit, die in der Unfähigkeit des Willens besteht, die Grundrichtung seines Wollens aus eigener Kraft zu verändern. Diese Notwendigkeit, die jeden natürlichen Willen kennzeichnet und ihn zu einem Unfreien macht, darf nicht mit der Necessitas Coactionis, der Notwendigkeit des Zwangs, verwechselt werden, der kein Wille unterworfen ist, weil sie, also die Necessitas Coactionis, der Natur des Willens widerspricht. Der menschliche Wille kann nichts anders wollen, als er will, aber das, was er will er stets bereitwillig, nie erzwungenermaßen. Die Vorstellung, der Wille könne zum Wollen gezwungen werden, ist abwegig, weil sie einen Widerspruch enthält. Denn weil ohne einen widerstrebenden Willen vom Zwang gar keine Rede sein kann, wäre ein Wille, der gezwungen würde zu wollen, in Bezug auf ein und dasselbe zugleich willig und unwillig. Zu wollen heißt folglich nichts anderes, als es freiwillig zu wollen. Ich komme zum zweiten Hauptpunkt, Freiheit und Determinismus. Wer mit Luthers Theologie ein wenig vertraut ist, wird in der
bisherigen Darstellung den Hinweis vermisst haben, dass der Mensch nach Luther in bestimmter Hinsicht auch ein Liberum Arbitrium besitzt. Ich zitiere: Wir wissen, dass der Mensch zum Herrn über das, was niedriger ist als er, eingesetzt ist. Ihm gegenüber hat er Recht und freien Willen, sodass jenes gehorcht und tut, was er selbst will und denkt. Zitat Ende. Luther unterscheidet zwischen der Unfreiheit des Menschen Gott gegenüber und seiner Freiheit den Dingen gegenüber. Worin seine Unfreiheit besteht, haben wir gerade gesehen. Der von Gott abgewandte Wille hat nicht die Macht, sich Gott zuzuwenden, und der auf Gott hingewandte Wille kann sich nicht von Gott abwenden. Der menschliche Wille ist unfrei, insofern die Grundrichtung seines Wollens kein möglicher Gegenstand seiner Wahl ist. Die Freiheit des Menschen den Dingen gegenüber besteht nun darin, dass der Mensch innerhalb der Grundrichtung seines Wollens Wahlmöglichkeiten hat. Er kann diesen oder jenen Beruf ergreifen, sein Geld so oder so verwenden und vieles andere mehr. Die Fähigkeit, Alternativen abzuwägen und zwischen ihnen zu wählen, unterscheidet den Menschen nach Luther vom Tier und begründet seine geschöpfliche Sonderstellung. Trotz dieser Wahlfreiheit, die der Mensch in Bezug auf einzelne Gegenstände und die darauf gerichteten Tätigkeiten besitzt, hat er aber hinsichtlich seines Heils oder Unheils keine Wahl. Denn was auch immer er wählt, ändert nichts an seiner sittlichen Gesinnung, die allen seinen Wahlakten zugrunde liegt. Luther schreibt deshalb, ich zitiere: Gegen Gott sündigt der Gottlose, sei es, dass er isst, dass er trinkt oder irgendetwas tut, weil er die Schöpfung Gottes mit beständiger Gottlosigkeit und Undankbarkeit missbraucht, noch von Herzen Gott in irgendeinem Augenblick die Ehre gibt. Zitat Ende. Die Willensfreiheit, die Luther dem Menschen in bestimmter Hinsicht zuschreibt, darf nun nicht etwa als Vermögen verstanden werden, grundlose Entscheidungen zu treffen. Für die Entscheidung eines Menschen gibt es nach Luther vielmehr stets einen zureichenden Grund, nämlich seinen Charakter und seine Motive, die ihrerseits im Willen Gottes gründen. Zwar kann der Mensch beispielsweise über den Gebrauch seines Geldes frei entscheiden, aber, Zitat, auch eben das wird, so bemerkt Luther einschränkend, durch den freien Willen Gottes allein gelenkt, wohin auch immer es ihm gefallen mag. Zitat Ende. Die Frage, ob Luther einen Determinismus vertritt, ist in der Lutherforschung kontrovers beantwortet worden. Gewiss ist Luther kein Determinist, wenn Determinismus heißen soll, dass alles einem kausalmechanischen Zusammenhang untersteht, der menschliche Spontanität ausschließt und nur willenlose Zwangsläufigkeit zulässt. Dieser Begriff von Determinismus ist freilich wenig sinnvoll, wenn man bedenkt, dass viele Autoren, die üblicherweise als Deterministen gelten oder die sich selbst als solche bezeichnen, die Spontanität menschlichen Wollens und Handelns keineswegs bestreiten. Ich schlage deshalb vor, unter Determinismus die Annahme zu verstehen, dass nichts ohne zureichenden Grund geschieht. In diesem Sinne aber vertritt Luther zweifellos einen Determinismus, und zwar einen theologischen. Denn für ihn ist der Wille Gottes der letzte Grund für alle Ereignisse, auch für die freien Entscheidungen des Menschen. Dieser theologische Determinismus lässt sich, wie ich finde, am besten auf dem Hintergrund von Laurentius Wallers brillantem Dialog De Libero Arbitrio von 1483 erläutern.
Luther wurde zeit seines Lebens nicht müde, diesen Dialog zu loben. Zu Beginn des Dialogs wird Laurentius Waller von seinem Gesprächspartner Antonius Glarea gebeten, ihm zu erläutern, wie sich das Vorherwissen Gottes mit der Freiheit des menschlichen Willens vertrage. Dies sei ihm nämlich aus folgendem Grund unverständlich. Wenn Gott die menschlichen Entscheidungen vorhersieht, steht schon vor diesen Entscheidungen fest, wie sie ausfallen werden. Dann aber hat der Mensch offenbar keine Möglichkeit, sich anders zu entscheiden. Folglich scheint das Vorherwissen Gottes die Freiheit des menschlichen Willens auszuschließen. Nun kann aber dem Menschen sein Handeln gar nicht zugerechnet werden, wenn er keine Willensfreiheit besitzt. Daher sei es, immer noch die Frage von Glarea, daher sei es ungerecht, dass Gott dennoch die einen ihrer guten Taten wegen lobt, die anderen ihrer bösen Taten wegen anklagt. Um Antonius aus dieser Klemme zu helfen, versucht Laurentius Waller nachzuweisen, dass menschliche Entscheidungen keineswegs durch das Vorherwissen Gottes prädeterminiert werden. Gott sieht beispielsweise voraus, dass Judas zum Verräter werden wird. Aber nicht deshalb, weil Gott es voraussieht, wird Judas den Herrn verraten, sondern weil er ihn verraten wird, sieht Gott es voraus. Waller greift auf die übliche, schon von Origenes entwickelte Lösung zurück, dass das göttliche Vorherwissen menschlicher Entscheidungen nicht deren Grund ist und daher mit der Indeterminiertheit dieser Entscheidungen durchaus vereinbar. Zur Illustration dieser Lösung erzählt er eine Geschichte. Diese Geschichte handelt von Sextus Tarquinius, der nach römischer Sage Lucretia entehrte und deshalb aus Rom vertrieben wurde. Als noch junger und unschuldiger Mann sei dieser Sextus, so erzählt Laurentius Waller, nach Delphi gekommen, um Apoll, der alles Zukünftige vorherweiß, nach seinem Schicksal zu befragen. Apoll habe ihm daraufhin die düstere Zukunft prophezeit, die ihn unabänderlich erwartete. Auf die Bitte des Sextus, doch dieses Orakel zurückzunehmen und ihm ein erfreulicheres Schicksal vorherzusagen, habe Apoll geantwortet, ich zitiere, das zu tun liegt nicht in meiner Hand. Ich kenne die Schicksale, aber ich setze sie nicht fest. Ich kann Glück und Unglück verkünden, aber nicht ändern. Klage, wenn du willst, Jupiter an, klage die Parzen an, klage Fortuna an, von denen die Ursache der Ereignisse herabsteigt. Bei ihnen liegt die Macht über die Schicksale und der Wille. Bei mir das reine Vorherwissen und Vorhersagen. Zitat Ende. Sextus kann dem Apoll keinen Vorwurf machen, weder für das Verbrechen, das er begehen, noch für die Strafe, die er erhalten wird. Denn er wird nicht deshalb zum Verbrecher werden, weil Apoll es voraussieht, sondern Apoll sieht es voraus, weil er zum Verbrecher werden wird. Daher ist Sextus für sein künftiges Verbrechen selbst verantwortlich und verdient die Strafe, die Apoll prophezeit. Da dem so ist, resümiert Waller, Zitat, ist zweifellos deiner Frage Genüge getan, die dich, wie du sagst, so beunruhigt und verwirrt. Zitat Ende. Hocherfreut bedankt sich Antonius bei Waller für diese Lösung. Er freut sich allerdings zu früh. Denn zwar ist es richtig, so erklärt ihm Waller, dass das Vorherwissen Apolls nicht der Grund für die künftigen Entscheidungen des Sextus ist. Gleichwohl aber müssen diese Entscheidungen, damit Apoll sie mit Gewissheit vorhersagen kann, feststehen, ehe sie getroffen werden.
Vorher feststehen können sie aber nur dann, wenn sie vorher bestimmt sind. Das untrügliche Vorherwissen Gottes prädeterminiert zwar nicht die künftigen menschlichen Entscheidungen, aber es setzt voraus, dass sie anderweitig prädeterminiert sind, nämlich durch den göttlichen Willen. Sextus mag daher kein Recht haben, Apoll, den Vertreter des göttlichen Vorherwissens, anzuklagen. Er scheint aber sehr wohl berechtigt zu sein, dem Jupiter Vorwürfe zu machen, der für die Macht und den Willen Gottes steht. Wenn Jupiter mir einen schlechten und unverbesserlichen Willen gegeben hat, so könnte er sagen, sodass ich, Zitat, nicht anders als schlecht handeln kann, warum verurteilt mich Jupiter dann für mein Verbrechen? Warum straft er mich, der ich doch schuldlos bin? Alles, was ich tue, tue ich aus freiem Willen. Tue ich nicht aus freiem Willen, sondern aus Notwendigkeit. Wie kann ich seinem Willen und seiner Macht widerstehen? Zitat Ende. Valla ist damit am Ziel seiner Argumentation. Die Geschichte von Apoll und Jupiter soll nicht etwa den vorchristlichen Polytheismus erneuern, sondern dient ausschließlich dem Zweck, die Weisheit Gottes und die Macht seines Willens, die sachlich nicht zu trennen sind, doch methodisch getrennt zu betrachten. Dadurch zeigt sich, dass die menschliche Indifferenzfreiheit nicht durch das Vorherwissen Gottes ausgeschlossen wird. Sie wird aber sehr wohl durch die Vorherbestimmung des göttlichen Willens infrage gestellt, ohne die ein untrügliches Vorauswissen gar nicht möglich wäre. Die Konsequenzen liegen auf der Hand. Mit der Infragestellung der menschlichen Indifferenzfreiheit wird, wie es scheint, zugleich fraglich, ob der Mensch für seine Sünde verantwortlich ist und von Gott zu Recht beschuldigt wird. Beides lässt sich nach Valla nicht mehr begreifen, muss aber trotzdem geglaubt werden. Diese von Valla entwickelte Argumentation findet Luthers uneingeschränkte Zustimmung. Wie Valla geht auch Luther davon aus, dass Gott alles Künftige mit Sicherheit vorausweist. Denn, Zitat Luther, selbst die natürliche Vernunft ist gezwungen zu bekennen, dass jener ein lächerlicher Gott, Deus ridiculus, wäre, oder richtiger ein Götze, welcher das Zukünftige ungewiss vorhersieht oder durch die Ereignisse getäuscht werden kann. Zitat Ende. Nun müssen aber die menschlichen Entscheidungen, wenn Gott sie mit Gewissheit vorhersieht, bereits feststehen, ehe sie gefällt werden. Sie können daher nicht anders ausfallen und folglich nicht in einem indeterministischen Sinne frei sein. Zitat: Wenn Gott vorhergewusst hat, dass Judas ein Verräter sein wird, wurde notwendigerweise Judas ein Verräter und es lag nicht in der Hand des Judas oder irgendeines Geschöpfs, anders zu handeln oder den Willen zu ändern, wenn er das auch mit Willen nicht gezwungenermaßen getan hat. Sondern jenes zu wollen war das Werk Gottes, dass er durch die Allmacht in Bewegung setzte, wie auch alles andere. Zitat Ende. Luther vertritt einen theologischen Determinismus, demzufolge alle Ereignisse und alle menschlichen Entscheidungen durch den Willen Gottes vorherbestimmt sind und von Gott deshalb mit Gewissheit vorausgesehen werden können. Nun behauptet Luther aber zugleich, dass der Mensch gegenüber dem, was niedriger ist als er, einen freien Willen besitzt. Wie passt beides zusammen? Hat sich Luther in einen Widerspruch verstrickt, wie Otto Hermann Pesch glaubt? Oder soll man mit Gerhard Ebeling annehmen, die menschliche Freiheit den Gingen gegenüber sei für Luther nur ein Schein, der sich auflöst, sobald der Wille Gottes in Betracht gezogen wird? Oder ist vielleicht die entgegengesetzte, von Harry McSorley vorgeschlagene Interpretation zutreffend? Will Luther gar keinen theologischen Determinismus vertreten und hat sich nur missverständlich ausgedrückt?
Alle diese Deutungen gehen meines Erachtens in die Irre, weil sie fälschlicherweise voraussetzen, die Willensfreiheit, die Luther dem Menschen in gewisser Hinsicht zuschreibt, bestehe in dem Vermögen, Entscheidungen ohne zureichenden Grund zu treffen. Das ist nicht der Fall. Nach Luther ist der Mensch insofern frei, als er bezogen auf einzelne Gegenstände und Tätigkeiten Alternativen erwägen und zwischen ihnen entscheiden kann, während er in Bezug auf seine Gesinnung keine Wahl hat. Gleichwohl gibt es für jede Entscheidung, die ein Mensch trifft, einen zureichenden Grund, nämlich seinen Charakter und seine jeweiligen Motive, die ihrerseits letztendlich im Willen Gottes gründen. Dass das Luthers Meinung ist, wird an seiner Deutung der Verstockung des Pharao klar. Ich spare mir jetzt, das hier im Einzelnen auszuführen. Ich komme zum Punkt 3, die Verantwortung des Menschen und das Gutsein Gottes. Luthers Lehre von der menschlichen Unfreiheit und der göttlichen Vorherbestimmung steht vor denselben Schwierigkeiten, mit denen sich auch Waller konfrontiert sah. Aus ihr scheint erstens zu folgen, dass niemand für sein Wollen und Handeln verantwortlich ist. Denn wenn der Mensch seine sittliche Gesinnung aus eigener Kraft nicht ändern kann und wenn alle seine Entscheidungen vorherbestimmt sind, dann scheint ihm weder Gutes noch Böses zugerechnet werden zu können. Mit der Zurechnungsfähigkeit des Menschen wird aber, und darin besteht die zweite Schwierigkeit, zugleich die Güte und Barmherzigkeit Gottes fraglich. Denn wenn der Mensch das Gute aus eigener Kraft nicht wollen kann, dann scheint es ungerecht zu sein, dass Gott ihm dennoch seine Sünden zum Vorwurf macht. Zudem bestraft der lutherische Gott Menschen mit ewiger Verdammnis, obgleich sie ihre Sünden nicht vermeiden können und daher, wie es scheint, keine Strafe, schon gar keine ewige verdienen. Gott scheint deshalb ein grausamer Tyrann zu sein, der sich an den Qualen Unschuldiger erfreut. Erasmus hat das Problem durch einen drastischen Vergleich illustriert. Zitat Erasmus: Jeder würde den Herrn als grausam und ungerecht beurteilen, der einen Sklaven mit Peitschen schlüge, weil er einen zu wenig schlanken Körper habe oder eine zu lange Nase oder eine sonst wie zu wenig feine Gestalt. Würde dieser Sklave nicht mit Recht unter den Hieben des Herrn murren: Warum bestrafst du mich für das, was nicht in meiner Hand ist? Und das würde er mit umso größerem Recht sagen, wenn es der Herr in der Hand hätte, den Körperfehler an seinem Sklaven zu ändern, wie es Gott in der Hand hat, unseren Willen zu ändern. Zitat Ende Erasmus. Ebenso wenig wie Laurentius Waller ist Luther in der Lage, die Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit des Menschen und an der Güte und Gerechtigkeit Gottes auszuräumen. Die mit seiner Lehre von der Unfreiheit des menschlichen Willens und der göttlichen Vorherbestimmung zusammenzuhängen scheinen. Nun ist Luther aber auch nicht bereit, die Lehre vom unfreien Willen aufzugeben. Denn sie ist, wie gesagt, die anthropologische Entsprechung der Rechtfertigungslehre. Erasmus dagegen hat die umgekehrte Konsequenz gezogen und darin sind ihm viele evangelische Theologen gefolgt. Dem Menschen muss ein gewisses Maß an Willensfreiheit zugeschrieben werden, damit dem Sünder seine Sünde angerechnet werden kann und damit Gott von dem Vorwurf der Ungerechtigkeit und Grausamkeit entlastet werden kann. Steht man demnach vor der Alternative, entweder Luthers Lehre vom unfreien Willen und seinen theologischen Determinismus oder die Denkbarkeit menschlicher Verantwortung und göttlicher Güte und Gerechtigkeit aufgeben zu müssen? Ich meine nicht. Diese Alternative stellt sich nur dann, wenn man annimmt, dem Menschen
sei sein Handeln nur dann zurechenbar, wenn er die Freiheit besitzt, Entscheidungen ohne zureichenden Grund zu treffen. Dieser Annahme zufolge ist die Zurechenbarkeit und Strafwürdigkeit von Handlungen also durch eine indeterministisch verstandene Freiheit bedingt. Demgegenüber gehe ich mit Leibniz, Hume und einer Reihe von analytischen Philosophen davon aus, dass die indeterminierte Beschaffenheit einer Handlung deren Zurechenbarkeit keineswegs gewährleistet. Denn jemand ist für sein Handeln offenbar nur dann verantwortlich, wenn er durch seine Charaktereigenschaften und Überzeugungen zum Handeln bestimmt wird. Andernfalls könnte dieses Handeln nämlich gar nicht im strikten Sinne als sein Handeln verstanden werden. Die Verbindung zwischen dem Charakter einer Person und ihren Handlungen, durch die diese Handlungen zurechenbar werden, kommt aber durch eine Indifferenzfreiheit gar nicht zustande. Verantwortung für Handlungen setzt nicht Indifferenzfreiheit voraus, sondern Freiheit im Sinne vernünftiger Selbstbestimmung. Nicht wenn Handeln ohne zureichenden Grund erfolgt, ist es zurechenbar, sondern wenn es durch spontane, will sagen dem Handeln innewohnende Gründe, nämlich durch seinen Charakter und durch seine Motive, determiniert ist. Nun ist allerdings meine Annahme, die Zurechenbarkeit von Handlungen sei durch eine mit dem Determinismus vereinbare Freiheit gewährleistet, offenkundig zwei Einwänden ausgesetzt. Der erste Einwand beruft sich darauf, dass jemand offenkundig doch nur dann für sein Handeln verantwortlich gemacht werden kann, wenn er auch anders hätte handeln können. Muss man daraus nicht schließen, dass Verantwortung doch eine mit dem Determinismus unverträgliche Freiheit voraussetzt? Keineswegs. Auch von Deterministen wie Leibniz und jenen analytischen Philosophen, die David Hume folgen, wird anerkannt, dass jemand die Möglichkeit gehabt haben muss, anders zu handeln, um für sein Handeln verantwortlich zu sein. Sie versuchen deshalb zu zeigen, dass auch für den determiniert Handelnden in einem gewissen Sinne alternative Möglichkeit bestanden, zwischen denen er wählen konnte. Leibniz führt diesen Nachweis durch die Unterscheidung zwischen logischer und hypothetischer Notwendigkeit. Das logisch Notwendige ist an und für sich betrachtet notwendig, denn es ist das, dessen Gegenteil aufgrund eines Widerspruchs unmöglich ist. Das hypothetisch Notwendige dagegen ist nur aus vorausliegenden Gründen oder Ursachen notwendig, an sich betrachtet, aber ist es kontingent, weil sein Gegenteil widerspruchsfrei und in diesem Sinne möglich ist. So ist es beispielsweise nicht unbedingt notwendig, dass Judas zum Verräter wurde. Denn anzunehmen, er habe den Herrn nicht verraten, ist zwar falsch, aber offenkundig nicht widersprüchlich. Bei determinierten Handlungen besteht deshalb durchaus die logische Möglichkeit, anders zu handeln oder das Handeln zu unterlassen. Diese logische Möglichkeit wird auch von Luther ausdrücklich anerkannt. Denn an sich notwendig ist für Luther allein Gott, während alles andere nicht an sich, sondern nur aufgrund des göttlichen Willens notwendig ist. Judas hätte deshalb durchaus anders handeln können, wenn er anders gewollt hätte. Und er hätte anders wollen können, wenn er ein anderer, nämlich ein vom göttlichen Geist bestimmter Mensch gewesen wäre. Nun ist allerdings gegen meine Annahme noch ein zweiter Einwand denkbar. Für die Zurechenbarkeit von Handlungen scheint es zwar notwendig, aber nicht hinreichend zu sein, dass sie durch den Charakter und die Motive des Handelnden determiniert sind, und zwar aus folgendem Grund. Wenn eine Person ihren Charakter weder wählen noch aus eigener Kraft verändern kann, wie Luther annimmt,
dann scheint sie für die durch diesen Charakter bestimmten Handlungen nicht verantwortlich zu sein. Muss jemand seinen sittlichen Charakter nicht selber wählen und verändern können, damit ihm die Handlungen, die aus diesem Charakter entspringen, zugerechnet werden können? Dies jedenfalls hat die klassische deutsche Philosophie von Kant über Schelling bis Schopenhauer behauptet. Wenn sie darin recht hätte, dann könnte der Sünder aus gutem Grund seine Schuld bestreiten. Er könnte sagen, ich bin für meine Sünden deshalb nicht verantwortlich, weil diese Sünden meinem bösen Charakter entspringen, den ich weder gewählt habe noch ändern kann. Solche Exkulpationsversuche misslingen allerdings meines Erachtens. Und zwar deshalb, weil sie auf einer falschen Voraussetzung beruhen. Um für seine Handlung verantwortlich zu sein, muss der Mensch keineswegs sein handlungsbestimmendes Wesen wählen oder ändern können. Das zeigt sich, wenn man die subjektive Unhintergehbarkeit des eigenen Selbst bedenkt. Gemeint ist damit Folgendes. Ich kann mein eigenes Selbst, das in meinen Handlungen zum Ausdruck kommt, nicht als etwas von mir Unterscheidbares betrachten, das auch ganz anders sein könnte und auf das ich gleichsam schicksalhaft festgelegt wäre. Denn diese Betrachtung geht von der widersprüchlichen Fiktion aus, ich könnte ein anderer sein und doch ich selbst bleiben. Würde jemand, um sein Handeln zu entschuldigen, darüber klagen, dass ihm kein guter Charakter gegeben worden sei, so wäre das ähnlich absurd, als würde sich ein Quadrat darüber beschweren, dass es nicht die Eigenschaft eines Kreises habe. Der theologische Determinismus, den Luther in Anschluss an Waller entwickelt und seine Lehre vom unfreien Willen, widerstreiten daher nicht der Denkbarkeit menschlicher Verantwortung und der Denkbarkeit göttlicher Güte und Gerechtigkeit. Eben dies ist auch die Leibnizsche Ansicht. Um sie zu illustrieren, hat Leibniz den schönen Dialog von Laurentius Waller weitergeführt. Nach seinem Gespräch mit Apoll habe sich Sextus, so erzählt Waller, von Delphi nach Dodona begeben und dem Jupiter für das Verbrechen, das er begehen und für die Strafe, die er erhalten wird, Vorwürfe gemacht. Zitat: Warum hast du mich verdammt, großer Gott, böse und unglücklich zu sein? Ändere mein Los und mein Herz oder gib dein Unrecht zu. Zitat Ende. Jupiter nun weist seine Klage mit der Begründung ab, Sextus habe sein Unglück allein seinem schlechten Willen zuzuschreiben. Der hohe Priester Theodorus, der das Gespräch mit anhört, ist mit dieser Auskunft nicht zufrieden und wendet Folgendes ein. Zwar frevelt Sextus freiwillig, aber Jupiter hat ihn mit einem bösen Willen erschaffen und es hängt von Jupiter ab, ihm einen anderen Willen zu verleihen. Aufgrund dieses Einwands schickt Jupiter Theodorus nach Athen zu seiner Tochter, der Göttin Pallas, die ihn über alles aufklären soll. Im Tempel der Pallas Athene sieht Theodorus im Traum den Palast der Schicksalsbestimmungen, in den Jupiter vor der Weltschöpfung hineingeblickt hat. In jedem Zimmer dieses Palastes wird, wie in einer Theatervorstellung, ein möglicher Verlauf der Welt dargestellt. Wenn Theodorus verlangt, etwas möge der Fall sein, kann er in einem der Palastzimmer diejenige mögliche Welt erblicken, in der sich das Verlangte ereignet. Sind die Bedingungen des Falls nicht hinreichend präzise benannt, dann gibt es viele mögliche Welten, die das Ereignis enthalten, dessen Umstände und Folgen aber variieren lassen. So finden sich in einigen möglichen Welten Sextusse, die dem Sextus der wirklichen Welt ähneln, in denen Sextus aber ein anderes Schicksal hat.
In einer Welt nimmt Sextus Abstand von seinem bösen Entschluss, Lucretia zu vergewaltigen, reist nach Korinth, findet dort einen Schatz und wird ein reicher und angesehener Mann. In einem anderen Zimmer wird eine Welt dargestellt, in der Sextus ebenfalls dem Jupiter gehorcht, nach Thrazien geht, die Tochter des Königs heiratet und dessen Nachfolger wird. Der Palast der Schicksalsbestimmung hat, erzählt Leibniz weiter, die Form einer Pyramide. Je höher ein Zimmer gelegen ist, desto schöner ist die Welt, die in ihm repräsentiert wird. Als Theodorus in das oberste Zimmer eintritt, gerät er außer sich vor Freude. Zitat: Jetzt sind wir in der wirklichen Welt, erklärt ihm Pallas Athene. Hier ist Sextus, wie er in Wirklichkeit ist und wie er in Wirklichkeit sein wird. Wie du siehst, geht er nach Rom, bringt alles in Unordnung, schändet das Weib seines Freundes. Hätte jetzt Jupiter einen glücklichen Sextus nach Korinth oder als König nach Thrazien versetzt, dann wäre dies nicht die wirkliche Welt. Und dennoch musste er diese Welt erwählen, denn sie übertrifft alle anderen an Vollkommenheit und bildet die Spitze der Pyramide. Im anderen Fall hätte Jupiter seiner Weisheit entsagen müssen und mich, seine Tochter, verbannt. Du siehst, mein Vater hat den Sextus keineswegs böse erschaffen. Er war es seit aller Ewigkeit und war es immer aus freien Stücken. Er hat ihm nur die Existenz gewährt, die seine Weisheit der Welt, in der er inbegriffen ist, nicht verweigern konnte. Er hat ihn aus der Region der Möglichkeiten in die Region des wirklichen Seins versetzt. Zitat Ende. Nach dieser Erklärung der Pallas Athene erwacht Theodorus, dankt der Göttin und lässt ihrem Vater Jupiter Gerechtigkeit widerfahren. Mit dieser Allegorie, die die Grundannahmen seiner Metaphysik enthält, hat Leibniz eine gedankliche Möglichkeit eröffnet, an Luthers Lehre vom unfreien Willen und seiner Rechtfertigungslehre festzuhalten, ohne die Verantwortung des Menschen und die Güte Gottes gedanklich in Zweifel ziehen zu müssen. Vielleicht wäre ihm Luther dafür dankbar gewesen. Denn daran, dass der gute und gerechte Gott die Sünde anklagt, obwohl sie ihre Sünde nicht vermeiden und sich daraus nicht befreien können, hat Luther, wie er in De Salve Arbitrio bekennt, Zitat, mehr als einmal Anstoß genommen, und zwar bis an den Abgrund und die Hölle der Verzweiflung. Zitat Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.